diese Frau bewegt sich im Ungewöhnlichen. Alles an ihr ist groß. Ihre Stimme, ihre Karriere, ihr Ruhm. Man kennt sie in allen großen Opernhäusern der Welt. Nicht nur die Tosca ist eine ihrer Glanzrollen. Ohne sie ließen sich beispielsweise die Werke Richard Wagners heute kaum noch aufführen. Sie ist die beherrschende, hochdramatische Sopranistin der Gegenwart, Birgit Nilsson. Man feiert sie als den Inbegriff einer singenden Heroine. Auf der Bühne macht sie eine Welt glaubhaft, in der alles überlebensgroß ist. Die Gefühle, die Leidenschaften, die Tragik und das Verhängnis. Liederabend anlässlich der Verleihung des Nobelpreises in Stockholm. Der Stadt, in der Birgit Nilsson 1944 debütierte. Die Primadonna Assoluta ist trotzdem eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht. Ob in der Küche, am Taxistand, in prasselnden Ovationen auf der Bühne oder umringt von ihren Fans und Verehrern. Überall weiß diese Frau zu überzeugen und zu begeistern. Verleihung des Titels einer Kammersängerin in Wien. Wien ist geradezu die Hochburg der Nilsson-Verehrung. Ihre fast schon legendäre Turandot gehört nach wie vor zu den unumstrittenen Attraktionen der Staatsoper. Wo auch immer sich die Gefeierte in Wien zeigt, bekommt sie zu spüren, welch ein anhängliches und kunstverständiges Publikum das Musikleben dieser Stadt trägt. No, ma'am, it's not adjustable. I honestly got a thing. I don't know if I can sing. I have to have some help, you know, not only that. I cannot do everything either. I mean, if I don't have a light and if I don't have... Der Umweg über kleine Bühnen und kleine Rollen blieb ihr erspart. Die erste Rolle Birgit Nilsson war eine lyrische Partie, weit ab vom heldischen Fach und vom großen Pathos, die schmachtende Agathe im Freischütz. Kurz darauf gab ihr Fritz Busch in Glyndebourne erstmals eine Rolle voll Dämonie und Pathos, Verdis Lady Macbeth. Was sagt Frau Nilsson über diesen für eine noch sehr junge Sängerin außergewöhnlichen Start als Hochdramatische? Lady Macbeth, da hatte ich die Möglichkeit, also mein Temperament weiter zeigen zu dürfen. Und da war ich restlos glücklich. Natürlich war die Lady Macbeth zu früh für mich damals, aber ich kann mich noch erinnern, wie herrlich das fand, diese dramatische Frau und alle diese Ausdrücke, was ich da bringen durfte. Und alle dramatische Rollen, die man also wirklich also etwas mit Dramatik und mit dazu auch sagen, Kraft der Stimme und so weiter ausdrücken darf, liegt mir leichter als die lyrisch machende Sache. Ein Brief benachrichtigt die Lady, dass die Zeit für ihre ehrgeizigen Pläne günstig ist. Nun heißt es, den zähesten Widerstand bezwingen, den zaudernden Macbeth für das waghalsige Unterfangen gewinnen. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore,
vaticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio. Habe ich doch eine neue Opernrolle gelernt und das war Rizia in Oberon. Das habe ich für Plattenaufnahme einstudiert. Und die Rolle war sehr interessant. Man muss eigentlich zwei Stimmen da haben. In der Arie muss man eine ganz große dramatische Stimme und in die übrige Partie muss man eine lyrische, leichte Stimme, ja auch sogar eine Koloratursopran haben. Es war sehr, sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Rolle zu singen. Für dieses Fernsehprogramm studiere ich einen Teil von Rizia darstellerisch ein. Raphael Kubelik dirigiert Webers Oberon. Die erste Gesamtaufnahme der fast verschollenen romantischen Oper mit Birgit Nilsson als Rizia.
Ihre Partnerin ist Julia Hamari.
jeden Sommer Festspiele. Man reißt sich um die Heroine mit den unerschöpflichen Stimmreserven und dem gebieterischen Ausdruck. Auch nach Italien wird Birgit Nilsson gerufen, und zwar für italienische Opern. Das ist für eine skandinavische Sängerin eine große Auszeichnung. Machen doch die Italiener eifersüchtig über ihre Nationalheiligtümer Oper und Bel Canto. Auf der Freilichtbühne von Macerata wird Puccinis Turandot gegeben. Franco Corelli ist der Partner von Birgit Nilsson, Franco Enriquez der Regisseur. Die Oper bedeutet für die Italiener ein Elementarereignis. Dem entspricht der fast schon monströse szenische Aufwand der Freilichtaufführung. Die Italiener sind alter römischer Tradition treu geblieben. Anstelle der Gladiatoren kämpfen heute in den Arenen Primadonnen, Tenöre und ganze Heerscharen von Kurdamen und Herren um Publikumsgunst und Ovationen. Puccinis Turandot verspricht einen glanzvollen Auftritt der Hochdramatischen aus dem Norden. Die kalte, abweisende Märchenprinzessin aus China, die ihre Freier grausam an drei Rätseln scheitern lässt, ist die hintergründigste von Puccinis Frauengestalten. Birgit Nilsson wird in Wien, in New York, in London und München als die imposanteste Turandot unserer Tage gefeiert. Turandot ist vielleicht nicht einer von den allerinteressantesten Rollen, darstellerisch zu geben. Ich glaube jetzt, ich habe die Turandot über 300 Mal gesungen. Aber es ist eine ganz reizende Aufgabe, weil die ist ja so eigentlich ziemlich schwer für die dramatischen Sopran. Die liegt ungemein hoch. Man muss die ganze Zeit auf dem hohen See und sowas leben. Man kann sich völlig kaputt singen. Also in ein paar Minuten kann man sofort zu Ende sein. Wenn man nicht jede Minute weiß, wie man das singt und wie man das mit Technik schafft. Deswegen wäre das vielleicht nicht so gut, wenn eine neue Sängerin sofort mit Turandot anfängt. Warte lieber damit. Ja, es kommt von vielen Sachen an, ein Sänger zu werden. Und ich weiß nicht, was für man einen Ratschlag geben sollte an den jungen Sängern. Vor allem nicht zu schnell. Ah, unter den Gästen ist auch Renata Tebaldi. Wenn die vielgerühmte Interpretin der Turandot nach Italien kommt, lassen selbst die Kolleginnen es sich nicht nehmen, die Gefeierte zu sehen und zu hören. Es geht vor ein paar, drei Jahren sehr schnell Geld zu verdienen und sehr viel zu singen und einen großen Ruhm. Aber man muss auch denken, wenn man mit einem Mann in einer großen Rolle anfängt, wenn man mit zu früh mit Wagner, mit einer Brunhilde, mit einer Solde anfängt. Was soll man dann in 10 Jahren singen, wenn die vielleicht dann 35 oder 40 sind? Was wollen sie dann singen? Die Turandot spannt das Publikum angenehm auf die Folter. Fast ein Drittel der Oper läuft ab, ehe die Titelgestalt den ersten, entscheidenden Ton singt. Die Begegnung mit dem Prinzen Karlaff bringt dann schließlich den dramatischen Höhepunkt.
Während der Tage in Macerata lebt und arbeitet Birgit Nilsson in der Villa, die sich Benjamino Gigli, Italiens berühmtester Tenor der 30er und 40er Jahre, hier in der Nähe gebaut hatte. Ich bin geboren mit absolutes Gehör. Ich wusste gar nicht, dass es etwas Sonderbares war. Ich glaube, jeder hatte sowas, bis ich in der Schule kam. Und da hat der Lehrer das entdeckt, dass ich absolutes Gehör hatte. Und er hat sich sehr gewundert. Und jetzt ist es nicht mehr so gut, weil man singt mit so verschiedenen Orchesterstimmungen und einige Klavierenstimmen ja auch nicht immer so. Und manchmal kann es nicht mehr so ganz so hundertprozentig sein, wie es früher in meiner Kindheit war. Ich habe gesungen, bevor ich gehen konnte, sagte meine Eltern. Ich war das einzige Kind und meine Eltern waren Bauern. Und wenn ich 4 Jahre alt war, kriegte ich so ein Spielklavier, hatte nur ein Oktav. Und auf diesem Klavier habe ich immer die kleinen Melodien ausgesucht und hat mich selber meine erste Klavierstunde gegeben. Aber von weiter Ausbildungen mit der Stimme wollte meine Eltern nicht zu, vor allem mein Vater, er wollte nicht davon wissen. Von Macerata reist die Nilsson direkt nach Bayreuth. Dort erzählt sie ihrem Tenorkollegen Wolfgang Windgassen und dem Regisseur Peter Lehmann vom Aufenthalt in Gillis Villa. Auch sehr arm, war nicht? Gilly ist ein älterer Mann. Sehr, sehr arm. Wie das so? Ja. Und natürlich hat er so, da wollte er wie ein König leben, so ja. Schloss und so. Ja. Diese Fliege Post ist keine Schleichwerbung. Wie ein Open. Für die Post. Wie ein Openstoff, ne? Ein Openstoff eigentlich. Das ganze Leben. Alles war nicht ganz echt. Also ja. Vier große Skulpturen hat er auf dem Dom von dem Schloss und so. Aber die waren von Zement gemacht zum Beispiel. Ja. So was, das ist ganz wie in der Oper, nicht ganz echt, aber ganz groß. Seit 16 Jahren singt Birgit Nilsson bei den Bayreuther Festspielen. Ohne ihre Brünnhilde und vor allem ohne ihre Isolde wären die repräsentativen Wagner-Aufführungen nicht denkbar. Die hochdramatischen Frauengestalten Richard Wagners identifiziert man heute geradezu mit dem metallischen Pathos, der leidenschaftlichen Ausdruckskraft und der intelligenten Intensität Birgit Nilssons. Hören wir dazu das Urteil ihres Regisseurs Peter Lehmann. Ja, dann müsste man eigentlich den Begriff aus der Musikgeschichte der Primadonna Assoluta schon in Anwendung bringen, denn soweit meine Erfahrungen reichen, ist eine vergleichsweise Persönlichkeit wie Frau Nilsson im Moment nicht sichtbar. Sowohl was das Künstlerische anlangt, wie auch die Perfektion und den Willen zu einer Arbeit, einer absoluten Hingabe zur Arbeit. Wie ich hörte, macht der Böhm die Probe 1 und 2 durchlaufend. Ja, damit man mit der Zeit ein bisschen. Ich habe hinkommt. Seit. Aber eine Pause da drin wäre auch nicht gut. Ja, nun, man macht meistens bis Auftritt mag und dann den Schluss am nächsten Tag. Ja. Mir ist viel lieber ja. So. Also, wir kommen auch technisch besser hin, nicht? Da, dass wir dann, ja, weil dann hinterher noch was korrigieren können, falls im Licht noch irgendwas nicht ganz gestimmt hat. Oder? Ich habe seit voriges Jahr keine Isolde gesungen. In einem Jahr. Und dann sagt man, ich singe immer denselben Repertoire. In einem Jahr habe ich nicht keine Isolde gesungen. Total. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das kann ich wieder nicht behaupten. Komm nicht dazu. No, weil man hat keinen Tristan, da wollen sie gar nicht teilen. Wie viel Tristan haben Sie inzwischen gesungen? Wie viel Tristan hast du gesungen jetzt? 250 Mal sowas. 250? Aus Skandinavien kommen viele Sänger und Sängerinnen. Dagegen haben wir weniger Instrumentalisten, weniger Dirigenten, die international sind. Es hängt vielleicht etwas mit dem Klima zusammen. Wenn man weiter Süden kommt, nach Deutschland, sind die Stimmen mehr runder vielleicht und etwas weicher. Und da unten im Süden, in Italien, da spürt man die wirklich so die heiße Sonne. Wir haben diese klare, reine Töne mehr.
Wie sieht nun Frau Nilsson selbst die Rolle der Isolde? Ich kann vielleicht einige Worte von Wilhelm Wagner wiederholen. Er hat damals gesagt, ich habe drei große Isolden gehabt. Astrid Warne, Martha Möll und Birgit Nilsson. Astrid Warne war die rachedurstige Isolde. Martha Möll war die vom Schicksal getroffene Isolde. Und Birgit Nilsson war die liebende Isolde. Und ich glaube, also über alles muss man fühlen und sehen, wie sehr, wie groß die Liebe zu Tristan ist. Das geht über alles. Natürlich ist sie schrecklich gekränkt im ersten Akt und furchtbar, aber das ist eine Art von Hassliebe, wie der schwedische Strindberg schreibt in seine Bücher. Die Liebe geht über alles. Probebühne des Festspielhauses. Der erste Akt Tristan wird aufgefrischt. Halber Stimme, mit der auf Klavierproben gesungen wird, an dieser Stelle mehr Härte im Ausdruck. Schließlich hat ja Tristan, der künftige Geliebte Isoldes, ihren Bräutigam Morold getötet. Isolde fordert Tristan heraus. Sie erwartet von ihm, dass er mit seinem Leben für den Mord an Morold sühnt. Eine für das psychologische Verständnis der Rolle der Isolde wichtige und zudem musikalisch schwierige Passage. Selbst so erprobte Wagner-Sänger wie Birgit Nilsson und Wolfgang Windgassen arbeiten immer wieder am prägnanten Ausdruck dieser Szene. Schlagen!
hast. Thank you.
Manöverkritik vor dem letzten Akt. Gewisse Komik. Herr Neidlinger. Herr Neidlinger. Martin Thalwiller als König Marke. Der Auftritt. Guter Neidlinger. Der schöne Nutz. Scheint doch von den Seiten kommen. Machen Sie Schatten, als ob es nicht Sie wäre. Regisseur Peter Lehmann erklärt seinen Sängern noch einmal wichtige Haltungen und darstellerische Nuancen. Der Tristan dauert von 4 Uhr nachmittags bis halb 11 Uhr nachts. An wie viele festgelegte Punkte des szenischen Ablaufs müssen sich die Sänger in diesen 6,5 Stunden erinnern? Jeder hat seine eigene Art, diesen Gedächtnisstrapazen zu begegnen. Ich habe ein visuelles Gedächtnis und ich kann eine Rolle sehr, sehr schnell einstudieren. Aber ich vergesse das noch schneller. Es ist ja so, mit dieses visuelles Gedächtnis, die gehen ja viel schneller weg, als wenn man alles vom Gehör lernt. Aber es ist natürlich ein Vorteil, wenn die Zeit drängt, dann kann ich, wenn ich zu einer Seite komme, die ist musikalisch schwer, dann weiß ich genau, wie dieses Bild aussehe und das hilft mir in schweren Situationen. Wenn ich anfing mit meiner Karriere, da habe ich gar nicht verstanden, dass man sich ausruhen musste. Wissen Sie, ich bin ja auf dem Land geboren und ich war ja sehr gewöhnt, mit meinem Körper zu arbeiten. Und ich fand, singen, das ist doch keine Arbeit, das ist doch ein Spaß. Ich trinke nicht viel, weil ich habe Alkohol nicht gern. Und trinke gern ein Glas Bier nach der Vorstellung, das liebe ich. Ich liebe auch ein Glas Rotwein, aber dabei bleibt es. Man muss sich natürlich also in guten Form halten. Und wenn man in viele Opernhäuser gastiert, muss man immer auf die Reise sein. Da kommt das Privatleben natürlich zu kurz. Ein Rest von Privatleben. Ein paar Tage in Italien ohne Klavierauszug und Probentermine. Der Ehemann ist mitgekommen, ein schwedischer Geschäftsmann. Aber schon drängt der nächste Termin. Überall will man die Nilsson hören. Die nächste Götterdämmerung kommt bestimmt. Meine Antwort ist immer, wenn die Leute fragen, ja, wo wohnen Sie, wo haben Sie Ihr Haus? Da sage ich manchmal, ich wohne in meinem Gepäck. Eigentlich singe ich nicht so viele Abende jedes Jahr, wie man sich denkt. Ich singe vielleicht nur, glaube ich, so herum 70, 68 Vorstellungen jedes Jahr. Dazu kommen vielleicht einige Plattenaufnahmen und so. Manche glauben, ich singe zum Beispiel 100, 150 Mal, aber das stimmt nicht. Birgit ist eine große Künstlerin und ein liebenswerter Mensch. Viele Jahre habe ich mit ihr auf der Bühne gestanden, angefangen vom Lohengrin bis zum Tristan über den ganzen Ring. Und ich habe sie als Künstlerin und als Mensch kennengelernt und lieben gelernt.
kennen wir den Mut, der grimmig lang.